Hallihallo. Ihr habt vielleicht gedacht, wo ist der denn jetzt geblieben? Hier, ihr nicht. Ich bin doch da. Jetzt gab es in letzter Zeit ein paar wenig Videos, weil ich war ja aufgrund der letzten Videos, die ich gemacht habe, so ein bisschen mit Shell Command Injection unterwegs und habe da mal so ein bisschen geholfen, die Firewall GUFW wieder auf die richtigen Bahnen zu bringen. Sehr netter Kontakt zu dem entsprechenden Autor des Programms, Herrn Costales. Schöne Grüße nach Spanien, Herr Costales. Wurde inzwischen als kritisch eingestuft, der Bug, und wir sind immer noch dran, so ein paar Brocken rauszufinden, wie man einen Bug meldet, könnt ihr rausfinden. Im Programm selber sind oft kleine Links in der Hilfe, Reporter Bug, oder ich hatte auch mal ein Video gemacht zu dem Thema Ubuntu Bug, wie man einen Fehler meldet. Gut, wie gesagt, Shell Command Injection haben wir da bald durch, aber wie gesagt, da muss noch so einiges passieren zum Zeitpunkt dieses Videos. Was haben wir noch, was diesen anderen Bug betrifft, habe ich auch natürlich gemeldet. Shell Command Injection im ScreenNet. Gut, kann ich mich jetzt nicht drum kümmern, und es kümmert sich auch keine Sau drum. Warum kümmert sich da keine Sau drum? Weil der Bug-Report wird in 54 Tagen von dem Datum an gerechnet einfach kommentarlos gelöscht. Nicht, weil er so schlecht wäre. Nein, er ist sogar brenzlig. Das ist ein Bug in einem Paket, das nicht von Ubuntu und so weiter behoben wird vom Team und von dem Autor des Programms. Das ist ein Community-Maintained Paketchen. Wer sich da bitte mal Mühe geben wollte, den entsprechenden Bug zu beheben, Anleitung ist hier. Ja. Müsste halt ein bisschen Zeit investieren und da einiges ausfüllen, einiges richtig formatieren. Also wer so ein bisschen in der englischen Sprache mächtig ist und sich ein bisschen reinknien möchte, in Python sich auskennt. Ich meine, der Bug ist so offensichtlich, habe ich ja beschrieben, dass er einen beißt, den zu beheben. Wäre schön, wenn jemand sich von den Jungs und Mädchen, die hier auf meinem Kanal zugucken, mal drum kümmern wollte. Das wäre nett. Da hättet ihr jetzt mal so richtig schön was zum Austoben. Wäre ich sehr dankbar. Und das ganze Team von Ubuntu wahrscheinlich auch. Weil das ist eine Community-getriebene Geschichte. Ja? Also Community seid ihr, ne, die Ubuntu benutzt. Nicht nur betreffend der GUFW Firewall oder anderen Programmen, die von verschiedenen Autoren geschrieben werden. Wäre nett, wenn ihr euch mal darum kümmert, dort die Shell Command Injection zu beheben. Ne? Wie gesagt, da kümmert sich Autor und so ein bisschen auch ich. Ne? Ich bin immer so hinweistechnisch, guck mal, ich habe da was gefunden unterwegs. Und jedenfalls könnt ihr euch das mal durchlesen. Ne? Höchst interessant. Und sollte bald online sein. In progress heißt es, ist bald der Status so, dass es hierzu ein Update gibt. Also deshalb war ich jetzt in letzter Zeit nicht so oft im Bilde. Apropos im Bilde, ich bin wieder im Bilde. Wer eines meiner letzten Videos, der hat gesehen, da fehlt schon noch was, ne? Die Zähne, gut, ich habe jetzt mittlerweile ein paar Zähne. Gut, also wie gesagt, gibt demnächst wieder ein paar Videos. Im Moment war ich ein bisschen beschäftigt mit dem Fixen von Shell Command Injections und solchem Gedöns. Ist ja nicht nur, dass ich Videos darüber mache und sage, guck mal, ist ein Fehler und melde einen Bug und fort ist er. Dann kümmere ich mich auch ein bisschen darum, dass das auch in die Reihe läuft. Und es wäre schön, wenn von der Community sich jemand beflissen fühlte, die Shell Command Injection im Paket ScreenLets, was Community betrieben ist, mal in Angriff zu nehmen, weil sonst komme ich gar nicht mehr dazu, Videos zu machen. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.